Hey YouTube, zurück bei Dragon's Dogma. Bei mir und meinem Kollegen, wie heißt? Wook. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Okay, wir sind am Lager angekommen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken mal rein. Was macht? Da macht er alles kaputt. Okay. Okay, wir sollen der Stimme folgen. Oh, wo kommst du her? Okay, wir gehen mal mit dir lang. Das sieht da aus wie so ein Basaltstein, den wir schon mal ganz am Anfang gesehen haben. Schickes Outfit, Lady. Okay, mit der lege ich mich lieber nicht an. Oh, kann ich ja so ein Schwert nehmen? Anscheinend nicht. Ich glaube, das müssen wir kaufen. Die werden bestimmt nicht sehr erfreut sein, wenn wir uns einfach die Waffen nehmen, oder? Na gut, der ist beschäftigt. Was ist hier drin? Flasche mit Öl, das ist gut. Oh, ein Messer. Noch mehr. Kriegshorn. Okay, habe ich das jetzt alles? Sieht so aus. Was ist das? Ist das? Mhm. Oh, das kann ich bestimmt ausrüsten, oder? Cool. Ah, das ist ein Wurfmesser. Okay. Okay, jetzt habe ich wieder weggesteckt. Mal sehen, vielleicht gibt es hier irgendwie sowas wie ein Schnellzugreifmenü. Muss ich mal sehen. Ich gucke mal erstmal hier rein. Ja, ich kann dich hören. Okay, ich denke mal, mir bleibt keine andere Wahl. Wir wollen ja der Haupthandlung folgen. Also drücke ich mal ja. Okay, was ist eigentlich mit der? Ah, das ist ein Mann. Entschuldigung. Oh Mann. Ah, hier kann ich vielleicht was verkaufen. Ah, verschenken? Nee, verschenken will ich nichts. Naja. Sobald nicht, wenn ich dir bloß Zeug schenken kann. Okay, das hier ist Explosion. Okay, wir sollen ein bisschen die Gegend erkunden. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was. Wahrscheinlich gibt es hier dann irgendeine Aufgabe für uns.
Seems the soldiers make their beds there. Da gibt's nix. Okay, ich finde derzeit ziemlich wenig Zeit zum Spielen. Nicht zuletzt, weil ja draußen doch recht schönes Wetter ist und da habe ich manchmal doch andere Dinge zu tun. Aber jetzt haben wir erstmal was zu tun, jetzt kommt die Bestie. Da werden wir dem doch mal folgen. Sind die hier raus? Ja, oder? Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ein Drache. Gibt es hier mehrere Drachen oder eigentlich nur einen? Keine Ahnung. Wow! Okay, der ist ziemlich groß. Okay, willst du zuerst oder soll ich? Okay, ich kann ja erstmal von der Distanz. Oh, jetzt kommt er her. Okay. Nebenbei müssen wir auch noch auf die kleinen Gestalten Acht geben, nicht, dass die uns von hinten angreifen. Ich kümmere mich erstmal um die Kleinen. Und dann die Großen. Oder der Große eher gesagt. Komm her, ja. Okay, meine Pfeile bringen nicht ganz so viel, wie ich mir das erhofft habe. Dann werde ich doch mal auf den Nahkampf gehen. Kann ich an den hochklettern? Oh ja, das bringt vielleicht viel, wenn ich mich hier von hinten dran schleiche. Oh man, das nimmt ja kaum Lebensenergie weg, okay. Ah, auf den Kopf, genau. Oh, ich habe jetzt gedacht, der fällt um. Wow. Wow, gerade noch so geschafft. Also unter dem möchte ich nicht liegen. Ich frage mich, wie der wohl riecht. Und das war's. Hoffe ich mal. Okay, jetzt hat man nicht ganz so viel gesehen durch die Bäume. Wer war das? Okay, hat er jetzt was liegen gelassen? Ah, hier liegt was. Grober Knochen. Ah, das hast du genommen, okay. So. Mal sehen, was uns das bringt. Ich frage mich, ob hier auch, hier steht da kein Wert von den Sachen da, oder? Nun gut, das wird dann vielleicht der Verkaufspreis von Händler zu Händler unterschiedlich sein. Mal sehen. Kann man sich Waffen und Ausrüstung machen? Okay. Da behalte ich das mal. Okay, gucken wir mal zurück ins Lager.
done as asked. Let us go and give word of it. Set out from here and we'll be on the path to Grand Sorin. Okay, wem soll ich jetzt davon berichten? Dem komischen Stein hier. Ah, okay. Ja, na gut, so schwer war es nun auch nicht. Ah, okay, jetzt können wir uns den Gefährten zurechtbasteln. War man einen Mann oder eine Frau? Ich glaube, ich nehme mal eine Frau. Ich glaube, es war ja so, dass mit der Zeit noch mehr Gefährten dazukommen. Da kann man dann ja immer noch was anderes machen. Aber ich hätte schon gerne eine weibliche Begleiterin. Okay, Namen. Wir brauchen was Gutes. Modica. Okay, Spitzennamen. Das wird ja bestimmt nicht sein. Sieht nicht so aus. Ja, was nehmen wir denn da? Sabina. Okay, dann nehmen wir Sabina, dann nehmen wir auch als Namen Sabina, damit das gleich ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke mal schon, oder? Okay, das sieht doch gut aus. Basiskörper, so. Ja, denn das ist doch ein Kind. Was will ich denn mit einem Kind? Oh, nee, ganz bestimmt nicht. Obwohl, gegen die Bestien. Ein Hieb und... Okay. Ja. Oder die, ja. Sexy. Okay, so der Elfenfrau sieht doch ganz gut aus, oder? Ich glaube, ich nehme die. Das ist mir... Oh ne, das sieht mir zu dominant aus. Das ist gut. Oh, noch eine Stimme. Ich glaube, das passt gut. Das eher nicht. Ja. Das ist gut. Detaillierte Veränderung, ja, mal gucken, mal schnell. Die Frisur gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht kann ich, ja, vielleicht obenrum ein bisschen mehr. Könnte das, oh ja. Ja, ja, so ist gut. Muskulatur, ja, sie soll ja auch mal mit anpacken. Oh ne, das ist zu viel. Das war schon gut, oder? Okay. Haltung. Ja, ein bisschen selbstbewusster, ne? Das ist schon okay. Achso, hier die Beine, ja. Damenhaft. Okay. Make-up.
Oh, ich bin jetzt... Oh, vom Gesicht her sieht die doch... Die sieht ein bisschen aus wie eine Transe. Aber nun gut, das ist egal. Da kann man ja mit dem Make-up noch ein bisschen was zaubern. Okay, ich weiß nicht, der Mund und die Nase. So sieht bei mir eine typische Transe aus, aber egal. Okay, das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, also den Mund muss ich auf alle Fälle ändern. Das gefällt mir gar nicht. Oh ja, das ist sexy. Okay, da sieht das noch mit am besten aus. Oh, das sieht gut aus. Okay. Und die Nase. Lass mich mal sehen. Ja, das passt vielleicht ein bisschen eher, oder? Die ist irgendwie zu breit. Sieht aus wie so eine Boxernase. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich. Das sieht aus wie auf Droge. Ja. Okay, das sieht gut aus. Gesichtsform. Okay, das gefällt mir besser. Und Frisur, denke ich mal, bleibe ich dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Da bleibt mal dabei und bestätigen. Ah, okay. Fragen. Welchen Wesenszug schätzt du bei einem Gefolgsmann oder Frau in dem Fall besonders? Eiserner Wille. Mhm. Weitblick. Führungsstärke. Auf die Führung will ich ja übernehmen. Aber sie soll mich vielleicht auf Gefahren hinweisen. Okay, das würde eher zu der Dicken passen. Also nehme ich mal Weitblick. Welche Strategie sollte eure Mitstreiterin im Kampf verfolgen? Alle Feinde töten. Im Bedrängnis beistehen. Nehme ich mal das. Euer Mitstreiter rettet eure Gruppe und wendet so das Blatt zu euren Gunsten. Was soll er dabei sagen? Ja, ich nehme das. Ja, der König, welches Geschenk wird am meisten freuen? Oh, Geschenke. Die große Liebe, okay, die kann ich drauf kacken. Weißes Pferd. Okay, ich nehme das Pferd. Oh, jetzt kann man noch eine Laufbahn auswählen. Okay, da wir ja den Streicher haben, nehme ich sie mal als Kämpferin. Ich denke mal, das wird gut passen. Okay, wie habe ich die genannt? Sabina, ne? Ich vergesse immer so schnell. Was ich noch erzählen wollte, also ich habe sehr wenig Zeit zum Spielen. Wenn ich spiele, dann nehme ich auch auf. Ansonsten wäre das für mich Zeitverschwendung. Und jetzt gucken wir erstmal kurz, was hier kommt. Hi. Our fealty is sworn to you, Arisen. From this day,
The Legion's men called pawns live and die by your command. Anders hätte ich das auch nicht erwartet, mein Freund. Okay, das ist jetzt quasi mein Hauptvasalle. Können wir noch zwei andere zur Unterstützung anwerben. Okay, das merke ich mir. Ja, okay, lass mich mal jetzt mal in Ruhe. Okay, jetzt haben wir die und den. Gut, die sieht doch ganz gut aus. Kann ich die mal ansprechen? Sehr weise Sprüche, meine Dame. Ah, a master in his pawn, is it? You'll be quite the force come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice. I can help in that regard, should you? Okay. Was ist denn nun, wenn ich den Typen hier nicht mehr dabei haben will? Ich kann doch hier meine Vasallen bestimmt sowas wie verwalten, oder? Ausrüstung vielleicht? Ja, das ist der Kollege hier. Nun gut, ich glaube, der wird jetzt bei uns bleiben. Ist ja auch nicht allzu schlimm. Je mehr hier mit dabei sind, desto besser. Okay, wir haben die Beste besiegt. Uns eine schnieke Dame angeschafft. Und ich werde mich jetzt mit ihr erstmal vergnügen. Ich meine, üben auf dem Übungsfeld. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder Zeit finde zum Spielen. Bis dahin, Freunde. Tschüss!